Es folgen gleich Aufnahmen meines 15 Milligramm 2CB-Rausches. In nächster Zeit wird es dann auch wie immer einen detaillierten Tripbericht und ein 2CB-Infovideo geben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist bis jetzt richtig nice. Jetzt habe ich das Gefühl, dass gerade wieder eine euphorische Phase kommt. Wir haben gerade darüber diskutiert, wie nüchtern man jetzt noch tun könnte. Irgendwie kommt es so vor, als würde ich so schauen, als wäre ich auf Drogen, aber ich versuche normal zu schauen. Schau ich nochmal? Schau ich gerade normal? Ich versuche jetzt den normalsten Blick ever zu machen. Und zwar kommt es mir so vor, als wär der Glanz auf allem stärker. Also Pflanzen haben ja von Natur aus so eine Art Glanz, so wenn das so schimmert. Mir kommt es irgendwie so vor, als wäre der stärker. So, als wäre so alles ein bisschen noch so weißer, so in Richtung von diesem Schimmern. Und es hat auch irgendwie was Warpendes, also was Morphendes auch auf jeden Fall. Also irgendwie habe ich... Ich fühle mich noch deutlich klarer irgendwie als jetzt auf LSD. Ich kann gerade echt nicht einschätzen, wie druff ich gerade ausschaue. Gerade jetzt, wo ich das sage, fühle ich mich irgendwie ziemlich druff irgendwie. Oh, scheiße. Bei mir kommt das immer so schön. Jetzt kommt wieder diese Henne-Energie im Kopf. Meine Gedanken fließen so weg, alles ist... Ich bin gerade gegen so ein leicht stacheliges Ding gestoßen. Und das hat sich jetzt endintensiv angefühlt. Oh mein Gott. Man denkt sich immer so, die Gedanken sind tief, aber die sind eigentlich saudumm, alle Gedanken. Man ist einfach nur endlich das Opfer. Mein Hals fühlt sich so komisch an, Leute. Also quasi... Ich würde jetzt... Ich habe jetzt eigentlich so Bock, die Kamera wegzulegen. Oh, Scheiße, hör doch auf, die ganze Zeit so viel zu labern und zu erzählen, wie es wirkt. Hier habe ich gerade einen Dialog mit mir selbst. Lass es doch einfach wirken, du Spast. Meine Hände fühlen sich auch so leicht, so schwitzig an wie auf MDMA. Die Kamera, die fühlt sich gerade so fucking schwer an, Leute. Schaut ihn euch an. Schaut. Aber der krasse Schub ist jetzt gerade wieder vorbei. Gerade war ich wirklich so voll krass. Oh shit, hab ich's drauf. Nein, voll noch besser! Und dann ist mir so das mit dem Lauschen gefreut. Was? Das irgendwie ausspucken, weil du das gesagt hast. Oh, Leute, ich will gerade irgendwie sagen, was alles passiert, aber es ist jetzt, ich sollte es ja eigentlich jetzt genießen und jetzt nicht hier die ganze Zeit. Ja, das spür ich. Oh Scheiße, die Libelle, die ist so krass. Alter, die Libelle. Die Libelle ist so eine Libelle, ey. Immer noch gut. Er ist ein Erdmännchen. Oh shit. Teilweise finde ich so, fühlt sich die Substanz an wie so ein Drogencocktail, als hätte man so irgendwas zusammengemischt, weil ich irgendwie so das so quasi, das ist so viel, das ist so saukrass, wie sehr sich das verändert einfach nur. Wir haben damals gesagt, LSD verändert sich krass, aber da verändert sich halt nie. Ja. So, auf einmal denkt man sich so, ich bin einfach drin, auf einmal denkt man sich so, das bringt sich das zu total. Ich komme mir so vor, als wäre ich ein Werbespot für die Tests.
Nein, du hast versagt! Schau, du kannst mich hier abgehen. Molto bene. Ich kann ja nicht wissen. Jetzt wieder ruhiger der Phase. Erstens, das hier schmeckt sowas von fucking geil. Zweitens, denkt euch immer, wenn euch eine Mücke sticht. Mückenstiche sind die Massagen der Natur. Sie hat die besten Absichten der Natur, aber sie weiß halt nicht besser. Ah. Richtig eklig, ich lasse es fallen in deinem Mund. Die Regierung will nicht, dass ich mich so fühle. Was seid ihr eigentlich für Wichser, Mann? Also das ist sowas von... Wie dumm ist das eigentlich, Mann? Mir geht sowas von fucking awesome. Wenn der Rausch zu Ende ist, danach wird es mir wieder normal gehen. Und es ist niemand was passiert. Und warum? Was soll denn? Ja, aber hast du danach was gelernt? Danke fürs Zusehen und Maximum Peace!